Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir haben heute eine Avocado-Jagdwurst-Dip gemacht, um sie auf dem Cracker zu essen. Sieht richtig geil aus. Ich kann mir das jetzt nur nicht im Mund stecken, weil dann kann ich mit euch nicht mehr reden. Also, ja, guckt euch doch das Video an. Abonniert uns, wenn es euch gefällt. Dann lasst uns beginnen und ich esse jetzt den Cracker. Aha. All I feel is blue. Ich habe ein bisschen was vorbereitet hier für uns. Und zwar haben wir ein bisschen Jagdwurst. Die habe ich schon klein geschnitten. Dann haben wir hier eine Zwiebel, Knoblauch, Limette und natürlich unser Hauptakteur, zwei Avocados. Ich habe die erste Avocado schon mal klein geschnitten. Da können wir dann ja mal eben schnell den Kern rausnehmen. Der will da nicht raus. Das tun wir jetzt gleich alles in unsere Schüssel, die beiden. Und dann machen wir weiter. So, dann tue ich jetzt mal schön die Avocado hier in meine Schüssel hinein. So, ist die gut. Die ist richtig schön hier. Nicht mehr so mega hart. Wir haben uns eben hier mal eben schnell beim Händler um die Ecke zwei bzw. drei Avocados gekauft. Waren super günstig. Ja. Aufgeschnitten und direkt im Müll getan. Also kann ich immer nur sagen. Scheiß. Genau. Gott. Ja, scheiß. Geht zu einem Händler und wenn die da halt 1,50 Euro kostet. Mein Gott, ja gut. Dann kostet sie das. Ich war so dumm und habe jetzt wenig Geld ausgeben wollen und habe mal wieder ganz viel ausgegeben im Endeffekt. Wie eine Kollegin von mir immer sagt, ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe zweimal gekauft. Stimmt. Ich habe das jetzt hier drin so ein bisschen püriert. Nehme mir jetzt die Limette, tue da jetzt aus einer Limette schönen Limettensaft rein. Ich glaube, eine halbe reicht aus. Sonst wird das so mega sauer. Die ist sehr, sehr saftig. Aber es macht nichts, weil ich kann die andere Hälfte nachher so auch noch verwenden. Alles klar. So, dann muss ich jetzt meine Zwiebel kurz runterschneiden. Das haben wir ja alle schon mal gemacht. Wenn ich damit fertig bin, melde ich mich gleich wieder. So, dann werde ich jetzt mir meine Knoblauch klein schneiden. Die Zwiebel habe ich da ziemlich fein geschnitten. Den Knoblauch werde ich jetzt auch schön fein schneiden. Ich hätte mal wieder mein großes Beil nehmen sollen, damit geht das echt besser. Ja, den werde ich jetzt auch ganz klein schneiden. Und dann tue ich den mit der Zwiebel und der Jagdwurst mit dazu und dann schmecken wir das gleich ab. Knobi klein geschnitten, Zwiebel klein, Wurst klein geschnitten. Das tun wir jetzt hier alles schön mit rein. Zu meiner Avocado. Und die Jagdwurst. Die Jagdwurst, genau. Dann nehmen wir das hier mal weg. Klack, klack. Mal ein bisschen Lärm machen hier. Ist ja auch eine Küche. Jetzt rühren wir das mal alles ein bisschen zusammen. Mmh. Schön grün. Sieht richtig gut aus, ne? Finde ich auch. Und jetzt muss da gleich mal ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dran. Und dann mache ich da noch ein bisschen Schnittlauch rein, glaube ich. Mal ein bisschen Salz. Ich kriege das Salz immer nicht auf. So, jetzt aber. Und ein bisschen Pfeffer. Falsche Seite. Sonst wird das immer so viel. So. Dann drehen wir das nochmal um. Ich glaube, jetzt mache ich da noch ein bisschen Schnittlauch dran. Und dann gucken wir gleich mal weiter. So, jetzt mache ich mal eben noch ein bisschen Schnittlauch klein. Das tue ich da gleich noch mit rein.
ich kann es ja nicht lassen. Also ein bisschen Schärfe finde ich ja immer ganz geil. Deshalb tue ich da jetzt doch vielleicht auch nicht die ganze Chili, nur so die Hälfte und ohne Kerne, aber so ein bisschen Chili würde ich schon ganz geil finden. Doch, finde ich gut. Den verwende ich gleich noch. Später, das kommt weg. Sehr schön. Jetzt schneide ich das eben auch noch klein und dann schmeißen wir das damit rein. Und dann werden wir mal abschmecken. Mal sehen, wie das dann schmeckt. Ich bin kein Koch. Was bist du denn? Ein ganz, ganz kleiner Koch. Ganz klein. Aber trotzdem, dein Essen richtig, richtig gut schmeckt. Ja, danke schön. Danke für die Blumen. So, dann wollen wir das mal eben hier umrühren. Machen wir das auch so, dass ihr schön was sehen könnt. So, jetzt ist ja ein bisschen Rot mit reingekommen. Ist schon wieder weg, alles schön grün. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man da wirklich noch was Rotes reintun kann, damit es ein bisschen kräftiger noch aussieht. Aber ich finde auch so in Grün das schon ganz geil. So, jetzt werden wir das mal abschmecken. Ist das geil. Machen wir jetzt mal Schnitt. So ihr Lieben, jetzt habt ihr ja gesehen, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier einen geilen Cracker. Auf diesen Cracker tue ich das jetzt ein bisschen drauf. Jetzt werde ich mal tauschen. Meine liebe Frau wird jetzt mir die Kamera geben und dann wird sie das probieren. So Schatzi, dann probier mal. Lecker. Diese Chili ist nicht so scharf, nur einfach leicht. Und dann die Säure von der Limetten, einfach perfekt. Vielen so Dank. Eine Kombination. Alles klar. Du kannst ja jetzt ja mit vollem Mund mal das Video abkommentieren. Also meine Lieben, das war's. Wir haben hier einen wunderschönen Dip gemacht, den man klasse auf Crackern essen kann. Und ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns ganz dringend, damit wir weiterkommen. Und Frank und Tschüss. Sagen Tschüss.